Unsere erste Platzrunde am Bandwaldsee. Jetzt müssen wir hier so ein bisschen zusammenrücken, etwas schwieriger. Wir schauen uns das hier mal an, weil wir hatten jetzt die letzte Zeit, ja, eigentlich die letzten 24 Stunden richtig Kackwetter. Bisschen Pech gehabt, hier angekommen, 2 Stunden später, Gewitter, Regen, heute wieder Gewitter, Regen, ist jetzt der zweite Tag, konnten wieder nicht wirklich viel machen, waren mal kurz einkaufen, aber ich kenne den Platz noch gar nicht, wir gehen jetzt mal rum, die Miriam kennt den nur mit dem Hund so ein bisschen und dann nehmen wir euch jetzt einfach mal mit, auch wenn das Wetter natürlich nicht so schön ist, das heißt, das Bild wird nicht ganz so schön sein, wir gucken uns das jetzt mal an, ne? Ja. Piep. Darunter. Darunter geht's wohin? Auf den Platz. Runde. Ja, aber ich will auch, bevor wir auf die Platzrunde gehen, will ich das mal zeigen, hier unser Panorama, weil das ist schon heftig. Und da hinten, hinter den Bäumen, kann man jetzt nicht sehen, liegt Schloss Neuschwanstein. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Hier seht ihr, komplett an den Bergen entlang. Wir gehen jetzt hier mal rum. Ja, ein reißender Fluss, meine Damen und Herren. Muss man gesehen haben. Okay, wir gehen weiter. Einmal weghalten. Schauen wir mal. Dahinter dem Gebüsch liegt der See. Und da jollen wir jetzt mal mit euch hin. Campingplatz liegt, wie gesagt, schon sehr schön. Erster Eindruck ist auch sehr gut. Gibt vorne frische Brötchen, Supermarkt, so einen kleinen Campermarkt. Zwei Restaurants sogar. Hier mal so einen kleinen Blick auf den See erhaschen. Gut, hier würde ich jetzt nicht unbedingt reingehen. Auch ein schönes Fotomotiv. Mama hat natürlich wieder was Schöneres gefunden. Dann gehen wir mal dahin. Oh! Ist das heute Nacht passiert? Nee. Oder? Doch. Weil das Ding hat noch Blätter. Aber wir hatten heute Nacht ein ordentliches Gewitter. Mit Sturmböen, doch, Miriam. Das sieht alles sehr frisch aus. Und Blätter sind am Baum dran. Das wird heute Nacht gewesen sein. Naja. Zum Glück nirgendwo, wo es irgendwen getroffen hat. Ne? Und die Vigo hat gehalten. Die Vigo hat natürlich gehalten. Ah, da wieder dieses Panorama. Unglaublich schön. Guck mal da oben, da ist die Seilbahn. Da ist die Seilbahn, ja. Ja, da wollte ich hin. Da fahren wir übermorgen mal hin, würde ich sagen. Ja? Ne? Ja? Ich würde mich freuen. Auf den Tegelberg. Da starten nämlich die Drachenflieger und so. Und die Paraglider. Und ich bin noch in die Seilbahn gefahren. Ja, ich schicke dich da auch dann mit dem Paraglider wieder runter. So, was haben wir da? Da haben wir den Badesteg, glaube ich schon. Wenn ich auch keinen Herzinfarkt hatte, dann habe ich einen. Also ist kein Riesenplatz hier am Bandwaldsee. Ja. Aber schön ist er. Hier. Ich habe es noch nicht geschafft, ganz rüber. Tretboote, das erinnert mich an Union Lido. Die müssen jetzt nur gelb sein, glaube ich. Die Rüstungsgröße hat die das festgestellt. Hier der Badesteg. Hier dann eher Dauercamping, wie ich sehe. Aber hinten gibt es auch Schlaffässer und sowas. Elias wollte auch gerne Tretboot fahren. Elias wollte gerne Tretboot fahren. Ja, der ist ja nicht Tretboot gefahren, das wünscht er. Okay. Auch Union Lido fahren. Ja, dann machen wir das doch mal. Ja, wann? Ich kann mal schauen, ob wir es schaffen. Bei Regen? Wir haben ja hier limitierte Zeit, 3 Tage noch. Müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, Neuschwanstein erhaschen wir hier jetzt nicht. Da müssten wir wahrscheinlich noch ein Stück weiter gehen. Nee, nee. An dem Wald vorbei. Ja, das ist nicht weit, das ist da vorne. Ja, aber das liegt zu tief, das Schloss. Ja, das stimmt. Da die Schlaffässer. Für die, die keinen eigenen Camper haben, aber auf dem Campingplatz möchten. Räucherfische.
Freitag. Heute anscheinend ausverkauft. Nee, Freitag. Nur freitags, okay. Ein leckerer Räucheraal, lecker. Weiter geht's. Wo sind wir nun? Ich würde sagen, das sieht hier aus wie ein Zelt auf Welt. Nicht riesig, aber ich habe das Gefühl, aber das Zelten, das ist so ein bisschen eingeschlafen. Da kommt wahrscheinlich dann irgendwann so ein Retro-Trend. Hoffe ich mal einfach und dann wird das wieder mehr. Aber in den letzten Jahren ist das schon ein bisschen eingeschlafen, relativ wenig. Ja, warten wir einfach mal ab. Da sind ein paar junge Damen am Strand. Am Strand? Was erzähle ich hier? Am Badesteg. Hier hat Luisa getanzt, das müsst ihr euch jetzt einfach mal vorstellen, hat die Miriam gesagt. Ja, das eignet sich ja auch hier so ein bisschen für so eine Veranstaltung. So, und weiter als hier bin ich auch nicht gekommen. Jetzt betreten wir auch zu dem Neuland. Ah, wir haben es geschafft. Ja, das ist jetzt schon heftig hier. Den Blick will ich euch nicht nehmen. Da ist dieser Steg, jetzt sind sie beide ins Wasser gesprungen. Da können wir noch mal kurz hinhalten. Und da hinten dieses Bergpanorama. Schon richtig schön. Miriam ist weggelaufen. War ja klar. Ah, hier sind aber auch noch mal Urlaubsstellplätze. Schön. Sehr schön. Und hier fließt so ein kleines Gewässer. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich Schnee schmelze, ist, dass hier relativ viel Wasser fließt. Und den See dann irgendwie wieder auffüllt oder so. So sieht das zumindest aus. Jetzt so ein bisschen kärglich. Ja, schauen wir mal. Die Mädels da hinten haben Spaß. Ja, über das reißende Gewässer muss man natürlich auch über eine Brücke gehen. Oh Gott, mal gucken, ob die Lichtverhältnisse hier im Video dann ordentlich aussehen. Da bin ich mal selber gespannt. Schon relativ dunkel. Also nicht dunkel, dass es dämmert, sondern gut, ich denke auch, dass das was mit der Schneeschmelze zu tun hat. Weil jetzt ist das nur so ein Rinnsal. Wo sind wir nun? Betreten der Anlage mit Hunden nicht erlaubt. Da haben wir schon. Weil hier ist quasi der Campingplatz zu Ende. Gehen wir hier mal durch, mal nach vorne hin? Gehen wir mal nach vorne durch, dann melden wir uns gleich nochmal wieder. So Leute, wir sind jetzt ein bisschen durch den Wald exkursiert, ja, nennt man das? Brücke, ja. Nennt man das so? Ja, hier ist der Bach wieder. Hier ist der Bach wieder. Den haben wir einmal großzügig umlaufen. Und leider scheint hier dickes Gewitter zu kommen, weil es blitzt und donnert auch einmal. Und wir werden mal schauen. Jetzt sind wir hier außerhalb vom Campingplatz. Dass wir relativ flott wieder zurückkommen. Unser Hund hat zum Glück keine Sorge vor Gewitter, auch keine Angst. Nee. Ist quasi schussfest, ohne dass er es geübt hat. Zum Glück. Aber ich habe Angst vor Gewitter, dass ich nass werde. Was wolltest du sagen? Dieser Hund hat nur Schiss vor Tauben, die aus den Bäumen wegfliegen. Dann springt die im hohen Bogen auf den Arm. Ja, kennt ihr so einen bekloppten Hund? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wie ein junges Reh. Wie ein junges Reh hüpft die dann. Nala, bist du ein Reh? Ja? Bist du ein Reh? Ein Reh, okay. Rezeption, das ist der Ausgang, das ist privat. Ein Briefkasten gibt's. Oldschool. Angebote, was man hier machen kann. Ja. Das Restaurant ist da.
Da wollen wir gleich essen gehen. Und der Elias sitzt hier und bettelt um Geld. Hey Elias? Die ich alle doppelt habe? Eine Pokémon-Karte zu verkaufen. Die ich doppelt habe. Na dann, mach mal. Mama ist runtergegangen, reservieren. Und dann hoffen wir mal, dass wir was kriegen. So, Miriam hat was gekriegt. Wunderbar, 19.30 Uhr. Jetzt gehen wir zurück und flüchten vor dem Gewitter. Der schon wieder weg ist. Ich drehe euch wieder um. Sie redet wieder nur Mist hier. Da verwittert es. Was soll das denn darstellen eigentlich? Es wird auch noch beleuchtet. Aber sieht schön aus. Wir gehen jetzt mal die Hauptstraße hier am Platz. Ah, hier scheint. Ne, Hundedusche. Und Entsorgung. Wie ist es denn da reinkommen? Vorwärts, rückwärts, seitwärts, rechts. Na dann viel Spaß. Ne, das haben die hier geschafft, rückwärts. Ja, muss ja schon. Ja, steht auch dran. Da haben die Leute auch richtig Spaß hier. Hier haben wir den Müll, versteckt in der Scheune, sehr schön. Ja, was haben wir denn hier noch? Was denn, wie das jetzt, wann wir essen? Weiß ich nicht. Ein Eifel dann, den hatten wir bis letztes Jahr auch. Ja, nicht den, aber. Sehr schön. Sie sind mit da schon weg. Das ist nicht weg. Das zieht noch. Das schleicht sich nur an und gleich geht's los. Padam! Du bist Padam auch. Nur ein bisschen. Aber sonst würde ich auch gerne YouTube machen, wenn ich dann nicht wäre, oder? Stimmt. Gasflaschen, leider kein Alugas. Aber wenigstens Gas. Und ich denke mal, das sind die Paletten, die du im Winter vor deinen Wohnwagen kriegst, ne? Ach so, die kannst du. Ja, stimmt, die hat ja jemand da vorne. Kannst du dein Vorzelt ein bisschen erhöhen? Was ist denn da? Ach, hier sind wir wieder bei der Räuberhöhle. Das ist Animation. Tag über. Ja, da kann man jetzt nicht reingucken. Ja, gestern haben wir beim Unwetter schon wieder ein Vorzelt krachen gesehen, ineinander gekracht, zusammengekracht. Ich weiß nicht, ob es nicht richtig abgespannt war. Aber Leute, was ich diesen Urlaub alles gesehen habe, da ist so einiges nicht ordentlich abgespannt. Und der Hammer heute Mittag habe ich gesehen, da kommt ein neuer. Ich drehe euch um. Da kommt ein neuer Wohnwagen an. Ich dachte, alles normal. Stellt sich da aber schon so ein bisschen unbeholfen hin. Alter Knaus. Macht den Wagen ab. Hat einen Mover gehabt. Alles gut, jetzt fängt es so ein bisschen an zu regnen. Leute, ich denke, was macht der jetzt? Richtet sich aus. Kurbelt sein Stützrad hoch. Schlagbohrer. Nee, zuerst dreht er seine Stützen runter. Aber normal, da hätte ich gesagt, völlig normal. Dann denke ich, was macht der jetzt? Dann macht er sein Stützrad hoch. Dann kommt er mit dem Bohrhammer und haut die Stützen dermaßen hoch. Das heißt, abgestützt nur auf den Stützen. Der Wohnwagen, das kann der nicht lange aushalten. Wahrscheinlich hat der den noch nicht lange. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Da habe ich mir auch gesagt, ich mache auf jeden Fall mal ein Video darüber, wie man sich zu verhalten hat und beziehungsweise was man macht, wenn man auf den Campingplatz kommt, mit Abspannung und mit Abstützen und so weiter. Weil da wird so viel verkehrt gemacht, Leute, das ist heftig. Ich denke mal, bei euch wird es nicht so sein, weil die YouTube gucken, die gucken ja auch Videos, wo genau sowas gezeigt wird. Aber es gibt schon Leute, unglaublich. Okay, genug aufgeregt, wir drehen uns wieder um. Hier ein schönes Sanitärhaus. Aber Leute, das zeige ich euch erst in der Campingplatzvorstellung. In gewohnter Manier. So, jetzt sind das hier noch ein paar Reihen. Da müssen wir dann rein. Da steht ein fetter Liner. Globetrotter XLI von Detlefs. Schöne Geräte. Brauche ich aber nicht. Weiter geht's.
Auch hier wieder direkt an der Straße, das würde ich jetzt nicht so unbedingt haben wollen. Nehmt euch lieber hier, wenn ihr hier hin wollt, so einen Weg nach unten Richtung See. Da hört ihr nichts davon. So. Überall die Kedex. Das ist schon Standard, glaube ich, mittlerweile. Schritt fahren, spielen die Kinder. Hunde an die Leine. Richtig. So, ich glaube, hier müssen wir rein. Ja. Ha, gut gelernt. Jetzt fängt es auch mehr an zu tropfen. Ich bin froh, dass wir gleich da sind. Aber kommt ja nichts. Kommt ja nichts. Ja, und gleich, wenn es prasselt, dann gibt es mir wieder recht. Es ist Regen. Da steht ein KABE. Ein KABE. Liebe Grüße an Olli, der KABE. Okay, oh, ein Weg. Das ist noch ein neuer. Schade, dass das nicht mehr gibt. Da unten sehen wir schon unseren Wagen. Damit sind wir da noch durch mit unserer Platzrunde. Jetzt weiß ich ja etwas besser Bescheid. Und brauche nicht mehr zu schreien, wenn ich irgendwo hier rausgelassen werde. Und muss nicht sagen, wir müssen nicht durchsagen lassen. Der kleine Papi hat seine Familie verloren und möchte in der Spielwelt wieder abgeholt werden. So, sind wir wieder da. Wir melden uns dann später wieder. So, dann steigt mal ein. Da ist unsere Kutsche vorgefahren. Und jetzt steigen wir mal ein. Da unten. Da.